Bewusstsein, Unterbewusstsein und solche Sachen. Es gibt so Theorien, die besagen, dass wir 98% unserer Gedanken bzw. unserer Gehirnaktivität, die der Verstand tätigt, unbewusst erledigen. Dazu gehört zum Beispiel auch das Autofahren. Darum kann ich gleichzeitig quatschen hier, wie jetzt, und mich auf den Straßenverkehr konzentrieren, weil das Autofahren eine unbewusste Handlung wird, wenn man sie dann mal intus hat, wenn man sich an sie gewöhnt hat, wenn man sie gelernt hat. Und unser Verstand, das habe ich auch gelernt, unser Verstand diktiert unser Leben. 98% unserer Verstandesleistung wird nicht wahrgenommen, bleibt also unbewusst. In dieser Zeit können sich ganz viele negative Gefühle, negative Gedanken und negative Muster einschleichen. Und die können dann einfach munter und fröhlich, beziehungsweise halt unmunter und traurig drauf loswirken und unseren seelischen Zustand beeinflussen. Je öfter wir uns bewusst werden, das heißt, je öfter wir oder je mehr Zeit wir in Achtsamkeit verbringen, uns ins Hier und Jetzt zurückholen, umso bewusster leben wir und umso weniger unbewusste Gedanken und Negativgedanken, Negativspiralen und so weiter können unser Leben beeinflussen. Das bedeutet also, und das übe ich seit 1,5 Jahren wirklich intensiv, dass durch Achtsamkeit, durch Konzentration auf den Atem, durch mich zurückholen ins Hier und Jetzt, im Hier und Jetzt leben, da gibt es Bücher und unglaublich viel Literatur darüber, durch das mich zurückholen ins Hier und Jetzt, beziehungsweise nicht zurück, sondern ins Hier und Jetzt holen, dass man dadurch seinen negativen Mustern und dem Ausgeliefertsein seines Verstandes entfliehen kann. Das Ganze geht dann in Richtung Zen-Buddhismus, in Richtung Meditation. Der Sinn der ganzen Übung besteht eigentlich oder ist eigentlich nur darin, unseren Verstand zu kontrollieren, unseren Verstand zu beobachten und negative Gedankengänge oder auch negative Emotionen zu erkennen, nicht überzubewerten und versuchen, deren negativen Einfluss auf unser Leben zu reduzieren. Weil was wir mit unserem Verstand produzieren, das mag ganz viel Gutes sein, es ist aber auch ganz viel Schlechtes dabei. Sämtliche Erinnerungen, in denen wir schwelgen, vor allem wenn sie negative Erinnerungen sind, die führen uns oder bringen uns nicht weiter in unserem Leben. Und die Zukunftsplanung oder die Zukunftsängste, und das ist auch ein großes Thema, die Ängste entstehen durch das Denken an die Zukunft und das im pessimistischen Sinn. Wir sehen die Zukunft schwarz und das macht uns Angst. All diese Dinge geschehen mehrheitlich, mehrheitlich unbewusst. Dann haben wir Angst. Und diese Angst, die könnte vermieden werden. Durch die Übung, immer wieder sich selber ins Bewusstsein zu holen. Die wirklich einfachste Übung, um ins Hier und Jetzt zu gelangen, ist, ich mache das ab und zu beim Joggen, ich sage mir alle paar Sekunden einmal jetzt. Und jedes Mal, wenn ich mir jetzt sage, dann werde ich gewahr, dass ich jetzt im Jetzt bin. Und das Jetzt ist immer jetzt und nie in der Vergangenheit und nie in der Zukunft. Die zweite Möglichkeit, sich auf den Atem zu konzentrieren. Wenn man sich seiner Atmung bewusst ist, dann konzentriert man sich nur auf die Atmung. Und dann ist man im Jetzt, weil die Atmung ist immer gegenwärtig, ist immer im Jetzt. Vielleicht könnt ihr euch vorstellen, die einen von euch könnt euch
die kennen sich da aus und üben das bestimmt auch schon. Für die anderen ist das vielleicht Neuland. Vielleicht könnt ihr euch vorstellen, dass sich das mit der Zeit ins Leben einschleicht und ein positives, das Leben positiv beeinflusst. Das ist Übungssache. Und anfangs schafft man das vielleicht 5 oder 10 Mal pro Tag, sich ins Hier und Jetzt zu holen, weil man es immer wieder vergisst. Es gibt dann aber Alltagssituationen, bei mir zum Beispiel beim Autofahren, wo ich mich ja schon unglaublich aufgeregt habe über andere Verkehrsteilnehmer und mich durch das Ich hier und jetzt zurückgeholt habe. Ich wurde mir bewusst, ich bin am Autofahren, andere Verkehrsteilnehmer, jeder fährt anders, wir finden einen Konsens, es geht. Das Ganze würde jetzt noch weiterführen, Thema Selbstbild, Ego und so weiter. Darauf möchte ich auch zu einem späteren Zeitpunkt mal kommen. Das Üben des sich Gewahrwerden, des Hier und Jetzt, das Üben der Achtsamkeit, achtsam essen, achtsam atmen, achtsam auch Musik hören, wie auch immer, das sind schon mal Anfänge, ganz wichtige Anfänge, die man in sein Leben, in seinen Alltag einbauen sollte. Je bewusster wir leben, umso weniger Zeit hat unser Unterbewusstsein gegen uns zu arbeiten. Und leider Gottes ist es so, dass unser Verstand mehrheitlich in unserer Gesellschaft sowieso, wo wir so negativ durch Medien und Medieninformationen und Schwarzdenken und Gewaltpopulismus und so weiter beeinflusst sind, je weniger wir uns von unserem Verstand leiten lassen, unseren negativen Mustern, umso zufriedener werden wir. Testet das mal. Ich würde mich freuen. Testet es mal und testet es lange, testet es immer wieder und ihr werdet sehen. Wenn ich jetzt mal Fazit ziehe zwischen heute und vor 1,5 Jahren, als ich mit der ganzen Sache begonnen habe, es hat sich einiges getan. Wirklich einiges. Darum habe ich übrigens auch angefangen mit den Videos, weil ich dachte, ja, jetzt bin ich bereit. Jetzt passt's. Aber erst jetzt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Frühling. Schaltet wieder ein, abonniert mich, liked mich. Habt mich lieb oder nicht. Wenn ihr mich nicht lieb habt, habt einen Grund. Oder findet mich einfach so ein Arsch. Das dürft ihr selber entscheiden. Ich kann nicht jedermanns Freund sein, will ich auch gar nicht. Solange ihr ein bisschen was mitnehmen könnt von dem, was ich hier quatsche, ist meine Mission erfüllt. Danke und tschüss.